Deine Kundenliste, also die Liste, wo du als Agenturinhaber deine ganzen Kontaktdaten reinpackst, damit du Telefonakquise machen kannst, potenzielle Interessenten anrufen kannst, ja, ist eins der wichtigsten Dinge für Agenturen da draußen. Ja, weil wenn du eine gute Kundenliste hast, hast du eigentlich gar keine Kundenliste mehr, sondern eher gesagt eine Geldliste. Ja, weil du hast eine Liste, wo du dann jeden Tag als Agenturinhaber nur noch reingehst und wo du ganz genau weißt, okay, wen muss ich eigentlich heute wieder kontaktieren, um am Ende des Tages wieder Geld zu verdienen. Wenn ich beispielsweise morgen wieder bei Null anfangen müsste und ich dürfte eine Sache behalten, dann wäre es natürlich meine Kundenliste. Wenn ich in meine Kundenliste reingehe, dann kann ich innerhalb von wenigen Minuten wieder super viel Umsatz machen. Und genau aus diesem Grund ist deine Kundenliste so unglaublich wichtig und aus diesem Grund werde ich dir heute in diesem Video alles Wichtige erklären und erzählen, was du für deine Kundenliste brauchst. Und schon mal kleiner Spoiler vorab, du wirst dir einen riesengroßen Vorsprung gegenüber allen Agenturen rausholen, wenn du eine gute Kundenliste hast. Bevor wir reinstarten, für alle, die jetzt hier neu sind, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen im Bereich Social Media, Social Media Agenturaufbau und so weiter und so fort. Und wenn du diesen kostenlosen Content hier feierst und willst, dass ich auch weiterhin hier Content mache und Videos teile, gib sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben und schreib mir einen Kommentar für den Algorithmus. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt mal in den allerersten Punkt rein. Eins der wichtigsten Dinge für deine Kundenliste ist natürlich das passende Tool. Das bedeutet, was ich dir nicht empfehlen würde, ist, dass du deine Kundenliste von Anfang an irgendwie auf Excel machst oder auch auf Google machst. Weil irgendwann hast du dort so, so viele Daten drin und nach ein paar Jahren hättest du dir gewünscht, Mensch, hätte ich doch mal vor Jahren schon angefangen mit einer guten, strukturierten Kundenliste, dann hättest du einfach schon so, so viel mehr Umsatz gemacht. Deswegen mach's lieber von Anfang an richtig, baust lieber wirklich von Anfang an richtig auf. Du wirst dir wirklich in ein paar Monaten und in ein paar Jahren danken, weil du einfach auf Knopfdruck so viel mehr Umsatz machen kannst. Das bedeutet, du brauchst erstmal ein gutes, einfaches, aber auch kostengünstiges Tool. Was ich dir dafür natürlich empfehlen würde, wäre das Tool www.agentursysteme.com. Dort kannst du von Anfang an kostengünstig deine eigene Kundenliste erstellen. Ja, auch alles super einfach auf dich individuell anpassen und dementsprechend auch von Anfang an alles gut strukturieren. Das heißt, einzelne Spalten, ja, das heißt beispielsweise, du kannst auch ein Follow-up eintragen. Ja, das bedeutet, wenn du zum Beispiel jetzt einen Kunden anrufst, den nicht erreichst, kannst du direkt in dem System eintragen, wann du diesen Kunden wieder anrufen sollst. Das heißt, du gehst wirklich jeden Tag nur noch in deine Liste rein und weißt, wie gesagt, ganz genau, wen du heute wieder anrufen musst, um Geld zu verdienen. Wenn du jetzt irgendwie eine Excel-Liste oder eine Google-Liste hast, dann hast du genau diese Funktion nicht und dementsprechend, ja, ist alles einfach total durcheinander und du versuchst einfach irgendwie an ein Ziel zu kommen. Ja, es ist wie wenn du irgendwie, du hast das Ziel, du willst nach Hamburg oder nach Berlin, ja, aber du hast dementsprechend gar keinen Navi aktiviert, sondern du probierst es einfach mal auf gut Glück, irgendwelche Kunden zu gewinnen oder auf gut Glück irgendwie nach Hamburg oder Berlin zu kommen und genau das solltest du eben nicht machen. Wenn du das Ziel hast, Kunden dementsprechend auch zu gewinnen, dann brauchst du auch einen ganz klaren Plan, du brauchst eine ganz klare Struktur und genau dafür brauchst du eben ein gutes Tool. Kommen wir zu Punkt Nummer 2, Leads raussuchen. Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass so viele Agenturinhaber da draußen unglaublich viel Zeit damit verbringen, Leads rauszusuchen und in die Kundenliste reinzupacken. Ich kann auch hier schon mal einen kleinen Spoiler vorab nehmen. Ich weiß, dass bei Agentursystemen in den nächsten paar Wochen ein Tool rauskommen wird. Das wird zwar begrenzt sein für nur ein paar, ja, für ein paar hundert Leute wahrscheinlich oder so, aber es wird ein Tool rauskommen, wo man wirklich auf Knopfdruck keine Leads mehr suchen muss, sondern man gibt einfach nur noch ein, was man eigentlich grundsätzlich gerne für Kontakte hätte und man bekommt auf Knopfdruck neue Kontakte raus. Deswegen, da könnt ihr schon mal unglaublich gespannt sein. Ansonsten für alle, die wirklich noch Leads irgendwie händisch raussuchen, ihr solltet unbedingt darauf achten, ja, dass ihr Leads jetzt nicht irgendwie untertags raussucht, sondern am besten, ihr macht das wirklich in Zeiten, wo man sonst keinen Vertrieb machen kann. Ja, das heißt beispielsweise nach dem Feierabend, ja, wenn man irgendwie um 19 20 Uhr noch Zeit hat, arbeiten will und so weiter, dann kann man zum Beispiel gut seine Kundenliste füllen oder am Wochenende, am Feiertag sind auch immer sehr, sehr gute Zeiten, um beispielsweise einfach mal ein paar hundert Kontakte in die Kundenliste reinzupacken.
Der nächste Punkt, der unglaublich wichtig ist für deine Kundenliste, ist, in deiner Kundenliste muss noch gar nicht alles im Detail über die Unternehmen stehen. Was immer viele machen bei dem Research nach Unternehmen ist, sie schauen viel zu viele Dinge nach. Sie schauen sich schon die Webseite an, ja, sie schauen beispielsweise sich schon den Instagram-Account an, und was dementsprechend einfach passiert ist, sie brauchen irgendwie für 10 Leads oder 50 Leads 2-3 Tage. Deswegen, was du machen solltest, ist wirklich einfach erstmal die Leads reinschreiben in deine Liste. Das bedeutet Name des Unternehmens, Name des Geschäftsführers, Telefonnummer noch, vielleicht noch die E-Mail-Adresse, aber that's it. Ja, mehr musst du noch gar nicht raussuchen. Dann kontaktierst du diese Unternehmen, und erst wenn du wirklich ein Verkaufsgespräch ausgemacht hast, dann würde ich dir empfehlen, wirklich bis ins Detail dir das Unternehmen schon mal anzuschauen. Ja, deren Social-Media-Kanäle, deren Website und so weiter, dass du natürlich gut vorbereitet bist, aber du solltest noch nicht am Anfang unnötig viel Zeit verschwenden. Und somit kommen wir auch zum nächsten super wichtigen Punkt, und zwar im Follow-up liegt das Geld. Ja, grundsätzlich sagt man ja auch immer so schön, Menschen brauchen so zwischen 9 bis 12 Impressionen, bis sie eine Kaufentscheidung treffen. Ja, und ich sehe immer noch so viele Agenturinhaber da draußen, die irgendwie versuchen, mit dem ersten Anruf, mit dem ersten Kontakt immer gleich schon neue Kunden zu gewinnen. Und wenn das dann nicht funktioniert, sind sie direkt frustriert. Ja, und das ist natürlich ein großes Problem, denn so funktioniert Vertrieb nun mal nicht. Ja, man verdient im Vertrieb Geld und man gewinnt neue Kunden, indem dass man beharrlich bleibt, indem dass man immer wieder dran bleibt, Follow-up macht und immer mehr Impressionen setzt. Genau aus diesem Grund ist ja auch Follow-up so unglaublich wichtig. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, wenn du jetzt einfach nur eine Google-Liste hast und du rufst ab und zu mal irgendwelche Leute an, dann rufst sie ab und zu nochmal an, ohne Plan, kannst du nie ein wirkliches Follow-up machen. Wenn du aber ein Tool hast, wo ganz klar drinnen steht, hey, heute solltest du die und die Person nochmal anrufen, ist bei der Person nochmal probieren, dann hast du natürlich einen riesengroßen Vorteil, weil einfach alles klar strukturiert ist und du eben auch dein Follow-up ganz anders aufbauen kannst. Ich selbst habe ja auch schon meine eigene Social-Media-Agentur mit 18 aufgebaut, mittlerweile mehrere tausend Leute dabei begleitet und mich auch immer wieder in Agenturen beteiligt. Und was ich immer wieder gesehen habe, ist, in dem Moment, wo ich mich beteiligt habe, mal in die Kundenliste reingeschaut habe und dementsprechend auch das Follow-up richtig aufgebaut habe mit der richtigen Kundenliste, schon konnten wir den Umsatz in kürzester Zeit unglaublich steigern. Genau aus diesem Grund lege ich dir wirklich ans Herz, achte auf dein Follow-up bei deiner Kundenliste. So, wenn du jetzt grundsätzlich sagst, dir haben die Informationen schon mal geholfen, ja, und du kannst damit auch definitiv gut was anfangen, dann geh wirklich in die Umsetzung, weil es wird dir auch sehr, sehr viel bringen. Ja, wenn du mal mit uns darüber sprechen willst, dass wir dir helfen, dementsprechend deinen Vertrieb aufzubauen, deine Kundenliste aufzubauen, etc., dann check sehr, sehr gerne mal die Links unten in der Videobeschreibung ab. Dort könnt ihr euch mal für ein kostenloses Telefonat mit mir eintragen. Dann schauen wir uns einfach mal deine Ist-Situation an und sprechen einfach mal durch, ja, was man so machen könnte, wie eine Zusammenarbeit vielleicht aussehen könnte. Und ansonsten für alle anderen, abonniert spätestens jetzt diesen Kanal, um wirklich kein Video mehr zu verpassen. Ja, gebt auch sehr, sehr gerne noch einen Daumen nach oben, schreibt mir euer Feedback in die Kommentare und dann sehen wir uns auch wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.